Du bist gerade von der Queen geehrt worden. Wie heißt der Titel genau? Der Titel heißt MBE, Member of the British Empire, und es ist for Services for the Promotion of Classical Music and for Charity, also für klassische Musikpromotion und für alles, was man sonst tut, ohne Geld. Schwer zu sagen, was das Liebste ist, was ich tue, aber ich tue das alles, weil ich dieses tolle Instrument spiele. Ich bin zuerst Hornistin und das ist alles einfach dazugekommen. Die Filme, die Moderationen, Kinderarbeit, das kommt alles, weil ich hier bei den Berliner Philharmonikern Hornistin bin. Was ist das Faszinierende am Horn? Ich meine, schau dir das mal an. Das ist einfach ein faszinierendes Instrument. Das ist 3,5 Meter lang, wenn man das auseinanderrollen würde. Das glänzt, das sieht spannend aus. Und wenn man die richtigen Töne trifft, dann klingt es auch sehr schön. Nur, wie ich dann immer wieder sage, wir nennen es das Glücksspirale. Aber was man hier durch das Mundstück reinpust, ist nicht immer, was hier rauskommt. Eine deiner Lieblingsbeschäftigungen scheint mir die Horn Challenge zu sein. Okay, ich probiere es mal. Ich habe noch nie Horn gespielt. Darf ich wirklich? Tiefluft holen. Also Placido hat schon Konkurrenz. Das magst du ganz gern, wenn die dann da versuchen, einen Ton rauszukriegen, oder? Die Horn-Challenges kommen so gut an in der ganzen Welt, egal wo ich hingehe, wenn ich jemanden unterrichten muss, die sagen, darf ich dann Horn spielen? Ich will das unbedingt probieren. Und je schlechter die Leute spielen, desto mehr lieben wir das. Placido was the worst. No, with this mouth. It would be fantastic. Would you try? You're gonna spit all that stuff, all that glitter down Ready? My horns. Ready? Beautiful sound. That wasn't bad, you know, but Placido was... I really like the noise. It's very attractive. Manchmal ist die Horn-Challenge eine Herausforderung. Du kriegst einfach die Größten der Größten wie Anna Netrebko. Du interviewst John Williams. Wie machst du das? Du rufst da an und sagst, hallo John, hier ist Sarah, oder wie läuft das? Viele kennt man inzwischen von der Arbeit hier bei den Berliner Philharmoniker. Die meisten großen Solisten und Dirigenten waren schon mal hier. Und ich bin, obwohl ich es selber nicht glaube, ich bin schon ziemlich lange dabei und war immer so eine neugierige Mensch und wollte auch immer über die Leute wissen und mit denen reden. Und viele sind Freunde geworden. Niemand hat die Filmmusik in den letzten Jahrzehnten mehr geprägt als John Williams, Komponist von Indiana Jones, Jurassic Park, Harry Potter, Star Wars und vielen anderen. Als begeisterte Kinogängerin kann man sich eine Welt ohne John Williams nicht vorstellen. Aber wir reden heute über eine Welt ohne Beethoven. Das ist doch auch unvorstellbar. Beethoven war ja der erste Komponist, der Programmmusik geschrieben hat. In seiner 6. Symphonie gab er jedem Satz einen Titel. So wussten die Zuhörer genau, um was es geht. Ja, ich glaube, mit der 6. Symphonie wollte er wohl Unterhaltungsmusik machen. Weißt du, in der 7. Symphonie, im 3. Satz? Und dann passiert Folgendes. Und dann kommt das Thema. Ich sehe ein Hai. Ja, ich auch.
Ich habe mich immer gefragt, ob das die Vorlage zu deinem Weißen Hai war. Genau so ist es. Und Beethoven war schwimmen. I don't think you're ready for this. Okay, Mike, okay. Ready, three? Also was mich schon wahnsinnig fasziniert hat, du machst ja hier auch für die Kinder tolle Programme mit Cameron Carpenter. Wie kam diese lustige Geschichte zustande? Diese Geschichte mit Cameron haben wir tatsächlich vor ein paar Jahren gedreht bei unserem Open Day, unser Tag der offenen Tür. Und das haben wir einfach zusammen kreiert. Wir hatten die Idee, einfach, ich sollte eigentlich nur die Orgel erklären. Und dann hatten wir diese Idee, dass ich dann hinter der Orgel gehe mit einer Kamera. Cameron ist ein Superstar. Wie man sieht, oder? Ja. Vielen Dank. Und ich finde, Cameron sieht nicht so ganz aus wie so der typische Sonntags-Vormittags-Organist. Also jedenfalls sieht er nicht aus wie unser. Cameron, you use your feet a lot and you have these special shoes. Does the cameras get them? He makes them himself. Er macht die selber. Diese Tanzschuhe. Tanzschuhe. Für Latin Dance. Für Latin Dance. Vielleicht zeigt er uns das ein bisschen später im Philharmonischen Garten. Also jedenfalls benutzt Cameron sehr viel seine Füße zu spielen. Die Kinder waren total begeistert. Ich finde, Kinder kann man begeistern für irgendwas, wenn man selber begeistert ist davon. Kinder wissen ganz genau, wenn die nur was erzählt bekommen. Das riechen die. Und ich genieße das sehr, mit Kindern zu arbeiten und auch Musik zu erklären oder nicht erklären oder teilen, um mein Horn zu erklären, weil ich liebe, was ich tue. Und das merken die Kinder. Ich habe auch natürlich auch ein paar Tricks. Das ist hier mein Geheimwaffe für Kinderprojekte. Das ist ein ganz normaler Gartenschlauch, 3,5 Meter lang. Es ist genau abgeschnitten, sodass es in S-Dur spielt. Und wenn man das so anschaut, sieht so ziemlich aus wie ein Horn. Ne? Und so lang wäre mein Horn, wenn man das auseinanderrollen würde. Und ich benutze das, um die Kinder zu zeigen, wie viel Luft man braucht. Ich meine, ich kann es dir auch geben, du kannst es bis dahin. Weiß nicht, wenn es ein Gag ist, dann. Egal, du kannst es mir geben. So, normalerweise kriegt ein Kind das in der Hand und teilweise fassen auch manche an. Ja, und so lang wäre es. Und dann puste ich da rein. Jetzt puste mal rein. Naja. Die sind natürlich nicht alle Töne, aber es ist so, dass die Kinder das erkennen. Und dann gehen die meistens nach Hause. Als ich für meinen Neffes Kindergartenklasse gespielt habe, gingen alle Kinder nach Hause. Und am nächsten Tag haben die Eltern berichtet, die haben irgendwas von Gartenschlauch mit Star Wars erzählt. Und die haben alle das Horn vergessen. Welcome to Havana. We are here for a crazy but wonderful project called Mozart y Mambo. Sag uns jetzt mal die Wahrheit. Hast du dich in Kuba verliebt? Ich habe mich total in Kuba verliebt. Das wissen doch die Klick-Klack-Viewers, weil ich war dann hier mit meiner kubanischen Gruppe mit Mozart y Mambo. Ja, Kuba ist ein ganz besonderer Ort. Und ich war über Weihnachten und Neujahr dieses Jahr wieder da, weil es ist ein großes Geheimnis. Es kommt jetzt ein Teil 2 und ein Teil 3. Und dann ist das Projekt dann beendet. Un, do, un.
bei den Berliner Philharmoniker, das ist ja noch gar nicht so lange her, da waren hier keine Frauen zugelassen. Die erste Frau bei uns bei den Berliner Philharmonikern war Madeleine Caruso. Und sie ist immer noch da, geht dieses Jahr in die Rente. Und ich kann es nicht glauben, dass es so schnell ist. Sie ist so eine tolle Frau, so stark. Und hat es bestimmt auch ganz schwer gehabt damals, als sie wirklich die Einzige war. Ich bin die erste Frau im Blech, seit ich hier angefangen habe, 2001. Und ich habe immer gesagt, dass es eine zweite oder mehrere kommen werden. Und jetzt ist es soweit. Mussten denn da die Frauen eigentlich ein bisschen besser sein als die Männer, um überhaupt in das Orchester zu kommen? Ich werde immer gefragt, ob die Frauen besser sein müssen, um hierher zu kommen. Ich glaube nicht. Ich glaube, die müssen einfach die Besten sein. Frauentag kann man wirklich stolz sein, eine Frau zu sein. Wir werden heute gefeiert, das ist wirklich was Tolles. Aber es ist auch so, dass wir uns trauen, um viele Sachen zu machen, was früher man sich nicht getraut hätte als Frau. Und das finde ich ganz, ganz toll. Aber heutzutage ist es eigentlich dann egal, ob Mann oder Frau, man traut sich einfach.